angekündigt, ohne ein ernstzunehmendes Alternativangebot ihrerseits. Die Uni hat das Gelände vor ein paar Jahren an die LBB übertragen. Seitdem muss sie den Betrag an die LBB zahlen, den die LBB verlangt. Vorher existierte kein Problem in dieser Hinsicht. Das von der Uni selbst geschaffene Problem will sie nun auf die verfasste Studierendenschaft oder auf das Projekt Hoffmeinus selbst abwälzen. Damit wird wieder öffentlicher Raum zu einem Raum, für den Mensch, hier vor allem die Studierenden, grundsätzlich erstmal bezahlen muss, bevor sie ihn nutzen kann. Zudem wäre die Unabhängigkeit als wesentliche Grundbedingung eines solchen Projektes permanent bedroht, wenn es jedes Jahr als erheblicher Haushaltsposten vom AStA genehmigt werden müsste. Dabei ist das Haus Meinus mehr als nur ein kleines Häuschen neben dem Studihaus. Verborgen hinter Büschen und Bäumen befindet sich seit 24 Jahren ein in Mainz einzigartiger und unersetzbarer Raum der kulturellen Vielfalt. Es ist ein Versuch, frei von Sexismus, Homophobie, Rassismus und sonstigen menschenverachtenden Ideologien und in einem respektvollen Umgang mit allen nichtmenschlichen Tieren, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und normativen Zwängen entgegenzutreten. Und das nach den eigenen Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten. Selbstorganisation von unten und das ganz unkommerziell, das ist im Hoffmeinus möglich. Daher fordern wir eine langfristige Lösung für das unabhängige Kommunikationszentrum Hoffmeinus. Das Hoffmeinus muss als unkommerziell gestalteter Raum erhalten bleiben. Es darf den Status des unabhängigen und selbstverwalteten Zentrums nicht verlieren. Auch diese Demo zeigt mal wieder, dass es viel zu viele bedrohte Freiräume gibt. Wir sehen uns in einem solidarischen Kampf um diese Räume, die für uns unverzichtbar sind, da sie uns Schutz und ein Stück Freiheit bieten in einer so normierten und dem Konkurrenzzwang des Kapitalismus unterworfenen Umwelt. Diese Räume sehen wir aber auch als unverzichtbar an, weil sie notwendige Voraussetzung für eine emanzipatorische Veränderung sind. Wir fordern Freiräume erkämpfen und erhalten überall! Kein Strom, kein Tag ohne autonomes Zentrum.